Der Deutsche schlägt von jeher immer gerne ins Extrem. Mal trägt er rechts, mal trägt er links, bei jedem Schritt ist die Mitte für ihn unbequem. Zum Beispiel haut in puncto Sex uns bald nichts mehr vom Stuhl. Haben wir die nackten Weiber satt, dann werden wir alle schwul. Wie sagen schon die alten Griechen aus antiker Sicht, der Päderaste rostet nicht. Das Päderasthaus im Spessart bietet warme, beschauliche Ecken. Und durch das Gasthaus im Spessart spuken nachts so erbauliche Recken. Von den Germanen bis in den Endenburg mahnen die Ahnen von hinten, hinten durch den finstern Wald. Tata, auf das der laue Wien es jedermann verkündet. Hederi, Hedera, Hedera, lala, dass wir die Hinterwäldler sind. Der sogenannte Sex ist auch im deutschen Film zu Hause. Kommt auch manch Park aus Dänemark, macht prima, prima, unser Klima, Stänkerkäse draus. Der Sexfilm hat es heute darum nicht besonders schwer. Die Tutten und die Lesbischen, die halten Feste her. Doch Subventionen gibt's nur, wenn ein Film das Prädikat besonders pornografisch hat. Das Päderasthaus im Spessart bietet warme, beschauliche Ecken. Und durch das Gasthaus im Spessart spuken nachts so erbauliche Recken. Von den Germanen bis in den Endenburg mahnen die Ahnen von hinten, hinten durch den finstern Wald. Mit Tü-ta-ta, auf das der laue Wind es jedermann verkündet. Hedering, Hedera, Hedera, lala, dass wir die Hinterwäldler sind. Weil so ein Talent in dem deutschen Menschen steckt, drum geht alles wie genudelt, drum geht alles wie geleckt. Weil beim Film und beim Fernsehen den Wert man daran misst, dass das Werk Erwachsenen gefährdet ist. Na so ein Mist.